meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich eine wilde Farbkombo mit euch ausprobieren. Ich bin schon total aufgeregt, also starten wir direkt rein ins Video. Für unser heutiges Bild habe ich uns ein Saftgrün vorbereitet, ein Gold, ein Perlweiß, Prussian Blue und Fallandblau und zu guter Letzt Himmelblau und Gelb. Das Gelb habe ich mir selber abgemischt. Das ist Sonnengelb von Amsterdam und Goldocker habe ich ein bisschen zusammengemischt, dass es nicht ganz so hell wird. Okay, ich möchte heute auf einer geteilten Basis arbeiten. Ich habe hier schon wieder meine Kuchenformen, die werden wir gleich zweckentfremden, vorbereitet. Und zwar dachte ich mir, ich möchte so ein bisschen im Harlequin-Style machen. Ich möchte unsere Ränder Gold halten, die Mitte grün und dann einmal in unseren schönen Blautönen nach oben blumen. Wir gucken mal, was rauskommt. Also ich beginne mit unserer goldenen Farbe, diese oben und unten aufzutragen. Jawohl. Das werden wir dann gleich noch ausblasen. Für unsere Basis habe ich dieses wunderschöne Grün, eine ganz untypische Farbe. Ich arbeite sonst nie mit Grüntönen oder wirklich ganz selten. Aber heute hatte ich einfach mal Lust drauf, ein bisschen was auszuprobieren. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, ich könnte doch hier in meiner Basis noch ein paar andere Grüntöne einarbeiten. Ich habe hier ein helles Grün. Ja, das wollte ich. Und dann habe ich hier noch ein bisschen ein dunkleres Grün. Jawohl. Das wird mir dann leichte Schatten geben in unserer Basis. Und wir wollen heute alles bloß nicht langweilig. Okay, ich beginne nun erst einmal meine Mitte auszublasen. Dafür brauchen wir unseren Haartrockner. Gut, das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Nun kümmere ich mich um unsere Harlequin-Ränder. Ich weiß nicht, welche Farben haben für euch der Harlequin? Für mich ist es Gold und Grün. Okay, dazu nehme ich meine Kuchenformen. Die werde ich mir hier jetzt auflegen. Und möchte mal schauen, wie groß ich die goldene Ecke halten möchte. Ich glaube, ungefähr diese Höhe wäre ganz gut. Vielleicht so hinlegen. Ja, so ist es ein bisschen dichter. Ja. Oben mache ich genau das Gleiche. Ich habe mir hier so ein kleines Hölzchen als Verstärkung geholt. Das hilft mir einfach, dass meine Kuchenformen gerade auf der Leinwand stehen. So, jetzt muss ich einmal schauen, ob das jetzt hier ungefähr die gleiche Höhe hat. Ich würde sagen, so. Also wer mich schon ein bisschen länger kennt, ihr wisst, Formen und gleiche Formen sind nicht meine Stärke, aber wie immer gebe ich mein Allerbestes. Okay, ich blase jetzt einmal unsere goldene Farbe aus. So weit, so gut. Okay, ich gebe es zu, ich habe hier ein bisschen geschludert, allerdings wegen dem brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das kriege ich schon weggecovert. So, nun möchte ich trotzdem hier noch ein bisschen näher mit unserem grünen Hintergrund an die Ringe rankommen. Deswegen
trage ich hier einfach noch ein bisschen Farbe auf. Und unser Dunkelgrün auch noch. So, dass ich das alles einfach schön zu habe, genug Farbe auf der Leinwand habe. Okay, ich blase es noch ganz schnell aus und dann sehen wir uns gleich zum Blumen wieder. Gut, soweit. Das lasse ich jetzt ruhen und nun beginnen wir mit unserem Blumen. Ich möchte von der einen Ecke zur anderen Ecke einmal nach oben blumen. Meine Blautöne bestehend aus Prussian Blue, Fallandblau, Himmelblau, Gelbgold und Pearlweiß werden wir jetzt nach und nach schichten. Ich beginne mit der dunkelsten Farbe, mein geliebtes Prussian Blue, und werde nun erstmal eine grobe Form ziehen. Ich glaube, so möchte ich das haben. Anschließend verwende ich Fallandblau. Schichte die Farbe einfach darüber. Meine Hoffnung ist, dass ich durch das Gelb und das Blau nochmal irgendwie einen neuen, coolen Grünton zusammenkriege. Aber wir werden uns überraschen lassen, wie immer. Auf jeden Fall ist Gelb die nächste Farbe, die wir schichten werden. Ihr seht, ich spare hier auch gar nicht mit meiner gelben Farbe. Als nächstes möchte ich ein bisschen Perlweiß. Der Unterschied von Perlweiß zu Titaniumweiß ist, erstens einmal das Perlweiß, das hat so einen ganz schönen Schimmer. Ich hoffe, ihr könnt es in der Kamera sehen. Und es ist einfach so ein bisschen perlmuttiger und nicht so stechend weiß wie beispielsweise das Titaniumweiß von Amsterdam. Okay, so, ich möchte trotzdem noch ein bisschen mehr Farbspiel, das heißt, ich gehe jetzt noch mit Himmelblau darüber. So. Ja. Ein bisschen Prussian Blue möchte ich noch haben. Ihr seht, jetzt spare ich ein bisschen mehr Farbe aus. Ich möchte nur einfach, dass wir später ein schönes Farbspiel haben. Schöne Schatten kreieren auch. Was möchte ich noch haben? Bisschen Gelb. Ganz ein kleines bisschen Gelb. Und will ich noch irgendwas haben? Ganz kleines bisschen Fallandblau. Dann bin ich fertig. So, lala, sehr gut. Also, ich habe jetzt wirklich genug Farbe aufgetragen, versprochen. Nun brauchen wir wieder unseren Haartrockner und werden die ganze Farbe jetzt ausblasen. Und ich hoffe, es gibt ein schönes Farbspiel. Ich weiß, diese Kombination ist super riskant und auch ganz untypisch, aber ich hatte Lust drauf und wollte gerne mal was anderes probieren. Also, wünscht mir Glück.
Ja, Leute, guckt mal. Also, ich finde es immer noch sehr riskant, aber wir werden mal sehen, was wir jetzt daraus noch zaubern können. Die Farbkombi, gerade in diesem Sektor, finde ich super gut. Okay, jetzt werde ich mich noch ein bisschen schmutzig machen. Ich werde jetzt noch mit meinem Finger ein paar Detailarbeiten einarbeiten. Als erstes möchte ich versuchen, unsere Blume eins werden zu lassen. Ja. Ich finde es toll, ich finde die Farbkombination toll. Ein paar Detailarbeiten fehlen allerdings noch. Ich muss einmal aufpassen, dass ich hier nicht meine Haare ins Bild lege, das wäre nicht das erste Mal. Dazu kann ich vielleicht noch sagen, Leute, dieser Step ist natürlich wie immer total optional, das müsst ihr nicht machen. Macht es wirklich nur, wenn es euch gefällt, wenn ihr die Form noch ein bisschen verändern wollt. Ich finde es immer ganz schön, aber ich weiß, dass es auch Leute gibt da draußen, die sagen, ich möchte gar nicht mit meinen Fingern in die Farbe. Auch vollkommen legitim. Ihr könnt es auch zum Beispiel mit dem Rührstäbchen machen oder ihr lasst den Step einfach komplett weg. Das hier oben gefällt mir noch nicht so gut. Jetzt habe ich langsam die Form, die ich liebe. Also mit dem unteren Teil bin ich echt zufrieden, aber das hier oben, das finde ich nicht gut. Was ich jetzt mache, ich nehme mir einen Strohhalm und stelle mich auf Zehenspitzen, weil ich klein bin. Und werde jetzt hier diese Partie noch ein bisschen ausblasen. Ja, das ist schon besser. Mit dem Strohhalm habt ihr einfach ein bisschen mehr Kontrolle als wie mit dem Föhn, logischerweise.
Und wozu der Strohhalm auch noch echt super gut geeignet ist, ist, wenn ihr noch ein paar Detailarbeiten leisten möchtet. Vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Farbe herholen wollt. Dafür ist es super. Ja, jetzt macht das Ganze auch Sinn für mich. Okay, ihr Lieben, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Jetzt habe ich hier gesehen, ich brauche hier noch ein bisschen Gold. Wo ist mein Gold hier? Habe ich noch ein bisschen die Ränder zu covern. Ich nehme hier lieber auch noch ein bisschen mehr Farbe. So, soll ja auch nichts verschwendet werden. Lass das einmal noch kurz aus. Okay, Zeit der Wahrheit. Wir werden jetzt unsere Kuchenformen entfernen und dann werden wir mal gucken, ob das mit unseren Halbkreisen etwas geworden ist. Also, ich werde den Ring drehen ein bisschen. Ja. Es ist nicht ein ganzer Halbkreis geworden, aber man kennt es nicht anders von mir. Aber meine Lieben, ich muss schon sagen, okay, ich habe nicht ganz die Halbmondform getroffen, aber ich finde es trotzdem super spannend. Oh, das ist echt schön. So, ich werde jetzt hier noch meine Ränder ein bisschen covern. Dazu nehme ich einfach die übrig gebliebene Farbe, die mir beim Föhnen sowieso verloren gegangen ist. Da braucht ihr tatsächlich keine neue. Manchmal ist es gar nicht so einfach, wirklich tadellos über die Kanten zu föhnen, wenn man sich eben dafür entscheidet, die Basisfarbe mit dem Föhn auszublasen. Aber, meine Lieben, wozu haben wir Finger? Gut.
Okay, also ich würde sagen, ich bin zufrieden. Kommt mal ein bisschen näher ran. Also, was sagen wir zu der Farbkombination? Ich finde die Blautöne so schön. Ich liebe alle Blautöne. Ich finde, wir haben echt einen coolen Effekt geschafft mit unseren halbwegs Halbkreisen. Ich habe auf jeden Fall mein Allerbestes gegeben. Und auch unsere Blume, die sich hier nach oben schlängelt, macht echt einen super Job. Also, ich finde, auch wenn es eine riskante Farbkombination gewesen ist, die wir heute ausprobiert haben, macht es echt was her. So, ich hoffe wirklich, euch gefällt es genauso gut wie mir. Ich liebe es. Wenn dem so ist, meine Lieben, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr zukünftig nichts mehr verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen, euch in der Familie begrüßen zu dürfen. Und für heute, meine Lieben, bedanke ich mich fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!